Meine lieben Freundinnen und Freunde, eines wissen wir alle, und zwar, dass es für das Gelingen einer nachhaltigen und gerechten Zukunft eine Partei braucht, und die heißt Bündnis 90 Die Grünen. Doch auch grüne Zukunft braucht junge Menschen. Frischer Wind braucht frische Politik, und frische Politik braucht frische Politiker. Und mein Name ist Patrick Held, studiert habe ich Philosophie und Wirtschaft, und ich würde gerne der frische Wind sein, der eine starke, frische Brise in unsere grünen Segel trägt und FDP wie Piraten jeden Wind aus den Segeln nimmt. Was treibt mich in die Politik? Es ist diese Erkenntnis, und zwar, dass niemand das, was er oder sie ist, hat oder kann, aus sich selbst heraus ist. Wir alle prägen und werden geprägt von den politischen Institutionen unserer Gesellschaft, und wir alle tragen Verantwortung für all jene, die jünger und schwächer sind als wir selbst. Manch einer mag mir die Teilnahme bei der Urwahl als Jugendlichen Übermut ausgelegt haben. Aber selbst jene müssen nun, nachdem ich 28.000 Kilometer quer durchs Land gefahren bin, sämtliche Ersparnisse aufgebraucht und vor allen großen Medien bestanden habe, zwei Dinge anerkennen. Und zwar erstens, ja, es gibt junge Grüne, die bereit und fähig und willens sind, grüne Projekte nach vorne zu tragen. Und zweitens, dass wenn ich sage, ich gebe alles, wirklich alles, dann meine ich auch alles. Und 2013 würde ich gerne alles geben, damit wir in Bayern wie im Bund die schlechteste Regierung aller Zeiten ablösen, sodass wir die Stimme für all jene Menschen sein können in diesem Land, die sich nach gelebter Nachhaltigkeit sehnen. Nie hat es uns Grüne mehr gebraucht als heute, denn die Menschheit steht am Scheideweg. Die vollends aufgeklärte Welt erstrahlt im Lichte triumphierenden Unheils. Die Klimauhr tickt unerbittlich runter. Biodiversität, Böden und Rohstoffe schwinden. Mittel, Macht und Möglichkeiten verteilen sich pervers ungleich in unserer Gesellschaft. Und die schwarz-gelben Schuldenberge machen uns durch Zins- und Wachstumszwang zum Spielball der internationalen Märkte. Und ein viertes Feld tut sich auf. Die verpassten Chancen und Risiken der Digitalisierung. Die Digitalisierung unserer Lebenswelt verändert unsere Gehirnstrukturen, verändert radikal unser Verständnis von Privatsphäre und hält uns oft genug gefangen in einem Echtzeit-Kommunikationsstream, welcher uns das große Ganze so gut erkennen lässt, als würde man sich mit der Nasenspitze vor ein Bild stellen. Vor der letzten Bundestagswahl gab es noch kein iPad, noch kein Kindle Fire. Und seitdem verändern beide Geräte und Konzerne radikal alle Märkte, von der Buch- bis zur Zeitungsbranche, von Apps bis hin zu Spielen. Diese grünen Kreativmärkte könnten grüne Chance sein, doch unser Bildungssystem und Urheberrecht verschläft sie, weil die Dynamik den begrenzten Horizont der analogen Kleingeister von FDP und CSU überschreitet. Und all das muss sich ändern, kann sich ändern und wird sich ändern. Denn man muss in der Zukunft nicht schwarz sehen, man kann auch grün sehen. Und ich sehe immer mehr Menschen mit dem Mut zum Verzicht zugunsten der Nachhaltigkeit. Ich sehe gute grüne Konzepte für ein Grundeinkommen und eine Vermögensabgabe, denn der Staat ist nicht Beutetier der Gier. Und ich sehe die Chancen der Digitalisierung. Unbegrenzte Möglichkeiten für Bildung und Basisdemokratie. Ich sehe ein intelligentes Stromnetz, welches uns dabei hilft, das Monopol der großen Stromkonzerne zu brechen und dennoch Datenschutz zu gewährleisten. Ich sehe intelligente Waschmaschinen, die genau dann laufen, wenn sich das Genossenschaftswindrad um die Ecke dreht. Und hier steht einer vor euch, der wohl um die Risiken der digitalen Welt weiß und dabei nicht vergessen hat, dass er seine große Liebe auf der anderen Seite dieses Planeten über YouTube kennengelernt hat. Und meine lieben Freundinnen und Freunde, es ist an der Zeit, dass Menschen mit genau dieser jungen Lebenserfahrung eine frische und zukunftsweisende Bundespolitik mitgestalten dürfen. Als junger Europäer wünsche ich mir eine grüne Vision der Vereinigten Staaten von Europa. Denn Dinge wie Klimawandel und Kernkraftwerke wie das marode Temelin machen eben nicht an nationalen Grenzen Halt und somit ist Bundespolitik immer auch Europapolitik. Und als MdB möchte ich auch mit meinem Verhalten Zeichen setzen,
möchte der Gesellschaft etwas von dem zurückgeben, was sie mir täglich gibt. Würde einen Großteil meiner Diäten spenden, aber viel wichtiger, ich würde mich auch alter grüner Tugenden wieder erinnern. Keine Doppelmandate, keine Anhäufung von Macht und Ämtern, sondern volle Konzentration auf dieses Bundestagsmandat. Und hier steht einer vor euch, der wirklich an Vielfalt glaubt. Und Verantwortung bedeutet für mich auch, loslassen zu können. Und genau dies würde ich nach 2 Perioden im Deutschen Bundestag tun, damit frische, junge Leute oder auch einfach nur frische Leute die Chance bekommen, auch Bundespolitik gestalten zu dürfen. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Die letzten Jahre Schwarz-Gelb waren wirklich schlimm genug. Wirklich schlimm genug. Und deshalb wiederhole ich jetzt mein Versprechen von vor 4,5 Jahren. Egal wie sie alle heißen, Brüderle, Lindner, Westerwelle, Rösler. Ich werde ihre Reden auswendig lernen und ich werde ihnen ihr neoliberalistisches Gequatsche um die Ohren hauen, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Und wenn ihr einen echten Idealisten wollt, wenn ihr jemanden wollt, der mit euch zu jeder Demo geht und sich mit euch vor jedes Atomkraftwerk in Europa stellt, dann bin ich da. Denn nichts könnte ich besser und nichts wäre ich lieber als euer MdB für ganz Bayern. Und ich würde so gerne 2013 mit euch den Wahlkampf unseres Lebens führen. Vielen Dank. So. Für dich haben wir auch Fragen. Das freut mich. Nicht ja. Wir, sondern die Delegierten. Einmal die Frage von Anton Meyer aus Starnberg. Wer zahlt das Grundeinkommen? Und dann die Frage von Eva Pumpurs, Würzburg-Land. Patrick, du wirst auch diesmal wieder eine Wahlempfehlung für die SPD abgeben. Letztes Mal hast du dies ja getan. Wie kannst du eine Wahlempfehlung für die SPD mit einer grünen Bundestagskandidatur vereinbaren? Also zum ersten Mal zu dem Grundeinkommen, wer das zahlt. Wir haben wirklich viele gute Sachen, wie man das entweder über Mehrwertsteuer oder eine Vermögensabgabe finanzieren könnte. Im Prinzip ist es ja schon finanziert, das wissen wir auch alle. Die Frage ist nur, wie wir die Mittel entsprechend umverteilen, sodass wir eben dafür sorgen, dass wir es eben schaffen, dass das Geld auch wirklich da ankommt, wo es gebraucht wird, nämlich bei den Schwächsten in der Gesellschaft. Die Finanzierung ist nicht die Frage. Die Frage ist, welches Menschenbild haben wir? Und wir haben ein anderes Menschenbild als CDU und FDP und CSU. Und wir können das schaffen. Und wir haben die Leute, um das durchzurechnen. Und da würde ich gern mitarbeiten. Und jetzt zu der Frage der Wahlempfehlung. Liebe Eva, es ist richtig, dass du meine von den 100 YouTube-Videos, die ich gemacht habe, dass du gesehen hast, dass ich gesagt habe, bei der letzten Bundestagswahl habe ich SPD gewählt. Und warum habe ich das gemacht? Weil die SPD die Partei war, die die längste Geschichte in Deutschland hatte und es mit ihr am Ende ging. Und ich wollte einfach ein Zeichen setzen, dass wir diese Partei in Zukunft auch brauchen. Ja, brauchen wir. Aber ich habe nie gesagt, und sonst hätte ich auch sicherlich nicht in den letzten 150 Tagen sämtliche Mittel, die ich hier je erspart habe, für uns Grüne hier draufgehauen. Ich habe nie gesagt, dass es eine bessere Partei gibt als uns Bündnis 90 Die Grünen. Und meine Wahlentscheidung ist meine Wahlentscheidung. Aber meine Kampfentscheidung und meine Mittel und mein Einsatz und meine Bildung und alles, was ich die letzten 4,5 Jahre gemacht habe, steckt hier drin. Und ich würde nichts lieber machen, als mit euch 2013 gemeinsam zu kämpfen. Und wer daran zweifelt, der möge jetzt bitte nicht klatschen. Aber ich will für euch diesen Wahlkampf mittragen und danach Bundespolitik machen. Und zum Schluss will ich noch eins sagen. Bei dieser Wahl geht es um mehr als nur um die Auswahl eines Mandatsträgers, sondern es geht auch um die Frage, was kann ein idealistisches Basismitglied mit wenig Mitteln gegen ein Mittel und Möglichkeiten übermächtige MdBs noch ausrichten. Und für all diejenigen, die da draußen heute an mich glauben und hoffen, dass ich das hier packe, auch an all jene, die mich bei der Urwahl gewählt haben, an die 800 von Leuten, hoffe ich sagen zu können, ja, man kann sehr viel ausrichten. Denn für mich gibt es nichts Höheres, als Bundespolitik zu machen. Und ich bitte euch, gebt mir diese Chance, denn ich lege heute mein politisches Schicksal in eure Hände. Dankeschön. Vielen Dank, Patrick Held. Die letzte Vorstellung jetzt bitte, Uwe.